Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge den Sammler getötet und begeben uns jetzt zum Herrn Halton. Buchholz. Ah ja, genau. Ich muss wieder zurück nach Flussrad zum Fährmann. Der wird mich dann dorthin bringen. Ja, und dann mal sehen, was wir ausrichten können mit unseren Dokumenten und Informationen, die wir bis jetzt gesammelt haben. Mal sehen, wie sich der ganze Plot entwickelt. Und ich bin auch gespannt, was jetzt eigentlich mit dem Moors so los ist. Würde mich auch mal interessieren. So, dann muss ich nur den Sammler, Gott, den Fährmann finden. Der Questpfeil zeigt mir zwar die Richtung an, aber es sieht mir nicht so aus, als würde es da zum Fluss gehen. Na, ich habe mich aber wohl getäuscht. Es heißt, dass das Tor sich unter dem Spiegel des Flusses befindet. Okay. Nervt mich nicht. Ich will einfach nur weiter. Hallo Victor, wie geht's so? Lord Sarvik. Möchtet ihr, dass ich euch jetzt nach Burgholz bringe? Jo, bitte. Genau. Ich will so schnell wie möglich dort sein. Ja, der Kampfring. Den Lucifer muss ich auch noch töten. Mal sehen, wann ich dafür Zeit habe und wann ich auch stark genug mich fühle, um ihm gegenüberzutreten. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon bereit. Aha. Das ist ja eigentlich recht nett hier. Oder? Was meint ihr? So. Wir haben den weißen Baum aus Minas Tirith hier importieren lassen. Hat bestimmt eine gute Stange Geld gekostet. Aber wir gehen natürlich gleich rein zu unserem Freund und Helfer. Nein, nicht die Polizei, sondern dem Lord Halton. Und er hat einen coolen Thron. Da will ich drauf sitzen. Ich setze mich einfach drauf, wenn es geht. Mir egal. Der Thron in meiner Burg gefällt mir nicht. Ist nicht so eindrucksvoll. Vielleicht kann man da noch was ändern. Wäre cool. So. Freunde. Welche Seite mache ich auf? Oh, okay. Beide. Es scheint eine Waffe zu sein. Grauer Hoho, Dorn. erstmal alles klauen. So, Ah, und sehr dann. gut. Also habt ihr Lass die mich doch Liste da des rauf. fürsten Baratheons gefunden. Zack. Wo habt ihr sie hingetan? Sag ich doch dir nicht. Sehr gut, Alessander. Ihr könnt nun gehen. Sehr wohl, Milord. Ah, Sir Alistair. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich habe die Dokumente gefunden. Wie ihr gesagt habt, sind sie verschlüsselt und zeigen den Drachen der Targaryen. Mal sehen. Ja, das sind die Dokumente. Sehr gut, mein Freund. Euer Vater hat nicht gelogen. Ihr seid wirklich einfallsreich. Ja, und was steht in den Dokumenten? Ihr habt gesagt, dass diese Dokumente Beweise enthalten, die uns dabei helfen könnten, Valar zu stürzen. Und das ist auch der Fall. Allerdings muss ich die Dokumente von meinem Maester entschlüsseln lassen, um die Details zu erfahren. Wie lange dauert das? Ein paar Tage, denke ich. Das gibt uns noch Zeit, uns Alter. auf unsere Abreise vorzubereiten. Uns fehlt nur noch ein letztes Puzzlestück. Du bist der Oberboss von der Bruderschaft. Für die Königin jagt? Ja. Wieso kennst du dir eine eigene Geheimsprache wo sie nicht? sich gerade aufhält. Aber ich hoffe, wir finden sie, bevor er es tut. Ich habe Ser Ethan und seine besten Schwertkämpfer ausgesandt, um sie zu finden. Das sollte die Pläne der Königin und ihres Schoßhündchens durchkreuzen. Ach Gott, wieso muss ich jetzt fragen, was ich schon weiß? Wie kann sie uns helfen? Jenna Graustein ist der größte Schwachpunkt unserer Gegner und der Schlüssel zu unserem Plan. Das Blut der Targaryen fließt durch ihre Adern. Sie ist eine von Eris direkten Nachfahren. Die Tochter des früheren Königs. Interessant. Das wusste ich noch nicht. Das wusste ich doch noch nicht. Ja, Memoirs. Wir sind ja da anscheinend überfallen worden. Vielleicht waren es auch die Männer vom Halton, ich weiß es nicht.
falls ihr euch noch erinnert, als wir herausgefunden haben, dass Jenna schwanger ist auf unserem Anwesen. Nö, das sind Lannister, glaube ich, oder? Nö, kenne ich auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vorsicht! Wo ist mein Hund? 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 Nö, ein Freund. Nicht schlecht. Geht ins Haus! Los! Mars, komm! Okay, das wird der Freund sein, von dem Haltern davon gesprochen hat. Jetzt, wo wir allein sind, warum erzählt ihr uns nicht, wer ihr seid? Ganz ruhig. Mein Name ist Andrew. Weiter. Meine Rüstung schaut cool aus. Ich bin im Dienste des Hauses Carlton. Ich habe auf Befehl meines Herrn Valars Männer infiltriert, um euch zu finden. Valar, es ist ihm also gelungen, uns bis hierher zu folgen. Leider, ja. Und sie sind hinter euch her, junge Dame. Das wussten wir schon. Aber ich würde gerne wissen, warum er ein so großes Interesse an ihr hat. Tut mir leid, aber die genauen Gründe kenne ich nicht. Valar unterrichtet die Blutsucher nicht über seine Motive. Er gibt ihnen nur Befehle. Blutsucher? So nennt er seine Leute. Ich weiß noch, dass auch der Lügner Jon sie so nannte, als er den Angriff auf uns befahl. Stimmt. Jon war einer von Valars besten Leutnants. Er war es, hinter dem unsere Armee auf ihrer Reise gen Norden her war. Ihr habt uns noch nicht erzählt, wie es euch gelungen ist, uns zu finden. So ist es. Ich habe unsere Spuren verwischt und Jon mit meinen eigenen Händen getötet. Wir sind auf sein zerstörtes Lager gestoßen und fanden einen Überlebenden vor, der uns von euch berichtete. Aber obwohl wir wussten, in welche Richtung wir reisen mussten, war es nicht einfach, euch zu finden. Mir ist es völlig gleichgültig, was ihr bereits über Valar zu wissen glaubt. Er ist ein mächtiger Mann geworden. Zum Glück konnte ich Lord Halton rechtzeitig über seine Pläne informieren. Mein Herr hat uns Männer zur Rettung geschickt. Und wie viele seid ihr genau? Zu wenige. Habt ihr das da draußen gehört? Während unserer Unterhaltung hat Valars Vorhut das Haus umstellt. Aber sie haben nicht gemerkt, dass meine Männer sie heimlich umzingelt haben. Genau jetzt werden Valars Männer von allen Seiten angegriffen. Wenn ihr also überleben wollt, müsst ihr an unserer Seite kämpfen, um sie gemeinsam mit meinen Männern zurückzuschlagen. Wenn Valars Haupttruppen eintreffen, bevor wir fliehen können, haben wir keine Chance. Und wie sollen wir das schaffen? Wenn alles gut geht, haben wir genug Zeit, um über den Fluss zu entkommen. Das ist unsere einzige Fluchtmöglichkeit. Okay, dann geht's rund. Geredet. Lassen wir unsere Schwerter sprechen. Jenna, wir gehen nach draußen. Verbarrikadiere die Türen hinter uns, so gut du kannst. Ich werde mich darum kümmern. Sei bitte vorsichtig. Ja, ich würde sagen, dann geht's jetzt ab, oder? Ja, einfach mal munter drauf. Dafür wirst du bezahlen, du verfluchter Verräter. Schnauze. Was wollt ihr überhaupt? Wo ist eigentlich mein Flächenangriff? Flächenunterbrechung hier. Oh, mit meinem fetten Schwert, ich hab's null Schuss. Bäm, perfekt. Und nochmal eine neue Revier. Der Typ, der kennt keine Gnade, der kennt keine Grenzen, der ist unglaublich. Ja, ich würde jetzt... Die Westtür. Kommt her. Jungs, kommt her. Ihr habt null Chance. Ihr bekommt es mal wieder direkt ab. Habe ich noch was Cooles? Niederschlagen. Mach ich einfach mal. Welche Tür? Mal gucken, ob da noch jemand ist. Nö, gut. Nicht, dass plötzlich heißt,
Ja, da ist doch gar keiner. Was willst du überhaupt? So. Ja, was denn? Hey! Das war jetzt nicht fair. Das war wirklich nicht fair. Oder war ich bei der falschen Tür? Keine Ahnung, erstmal die wieder. Ja, Klappe. Er kämpft gegen meinen Hund. Geht gar nicht, dass du da meinen Hund angreifst, ey. Kollege. Kommst du erstmal richtig? Ich stich dich ab. Na, jetzt erledigt er den. Na, auch nicht. Aber mein Move davor finde ich war cooler. Wo ist denn die Westtür? Da hinten. Ich war an der falschen Seite. Okay. Hey du Vollpfosten. Such dir jemanden in deiner Größe. Also verpiss dich wieder. Kollegen, ihr wisst, dass ihr keine Chance gegen mich habt. Das scheiß Ausweichen. Er regt mich so auf bei den Gegnern. Ja, finde die Verstärkungstruppen. Die interessieren mich doch gar nicht. Wo sind sie? Da. Hey. Lauf nicht weg. Komm her. Komm doch her. Ich tue da auch nichts. Versprochen. Und bam. Sie kommen von hinten, ja. Ja, die sind rabiat, die Leute. Die sind rabiat. Erstmal du, ja. Alles klärchen. Ach, komm, geh weg mit dem Scheiß. Ich betäub den und dann mache ich das hier. So, bist du betäubt, ja. So. Finito grande. Und jetzt zu euch, Jungs. Was denkt ihr euch eigentlich dabei? Hier mich auf meinem Anwesen anzugreifen? Hey, jetzt ernsthaft. Wie lange soll es noch gehen? Ja, verfehlt. Toll. Ah, und ich bin dann mit dem Mors noch eine Stufe aufgestiegen. Fällt mir gerade wieder ein. Ich glaube, das mache ich jetzt zwischendurch mal. Ja, Stärke habe ich ja voll drauf gepumpt. Angriffsgeschwindigkeit wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und mehr Trefferwahrscheinlichkeit. Na, ja, dann mache ich jetzt mal Gewandtheit kurz. Wo brauche ich das? Nö, ich will voll drauf haben. Ist egal. Und jetzt hier der Tod von oben. So, Jungs, jetzt kann's kommen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Wildheit wecken, ja, da bei dem Hund ist mir eigentlich egal. So, Schwerter natürlich voll aufpumpen und schwere Rüstung, Vollgas. So, zurück zum Spiel. Ach. Gar nichts versuchen's. Die stehen da einfach nur rum und langweilen mich. So. Kollegas. Wie geht's euch denn so? Probieren wir es doch gleich mal aus, oder? Ach, verdammt. Der Tod von oben. Wird wohl nichts. Nicht genug Energie, alles klar. Hey, der ist ja ziemlich gut ausgerüstet. So einen kleinen Söldner. Ich wusste es, du bist Abschaum. Ich werde euch abschlachten. Ja, alles klar, Jungs. Nix gibt's. So, was macht man da? Erstmal einen Flächenangriff, würde ich sagen. Erstmal jedem eine reindrücken. So, und dann den speziell. Den werde ich erstmal niederschlagen. Dann lade ich kurz mal meine Energie auf. Und jetzt trifft er den Falschen. Ich glaube, ich spinne. Ernsthaft jetzt, Jungs. Ernsthaft. Fick dich, ich will den hier
angreifen und sonst niemanden. So ein Dreck aber auch. Naja, dann probieren wir es eben nochmal. Was ist das jetzt schon mit dem Tod von oben? Naja. Hab's mir effektiver vorgestellt, beziehungsweise spektakulärer. Und eine neue Stufe. Nice. Und einen Haufen Loot gibt's erstmal zu holen. Ja, alles bitte. Ich nehme grundsätzlich alles mit. Alles. Ja. Aha, neuer Helm. Könnte interessant sein. Ja, da hätte ich doch noch so einen Haufen Leute dastehen gehabt. Lauter Truppen, die haben da aber irgendwie nicht wirklich geholfen. Hätten sich leicht vor die Türe einfach hinstellen können. Kettenhandschuhe, Krieger. Genau. So, gehen wir noch einmal ums Haus rum. Na, ich gehe die andere Richtung rum. Weil davon, glaube ich, kommt dann wieder eine Sequenz und dann vergesse ich bloß wieder was mitzunehmen. Falls noch was liegt. Ja, hier zum Beispiel. Stahlhammer. Ja, und das war's auch schon irgendwie. So, und bevor es weitergeht, erstmal gucken, natürlich. 33, 38. Ja, das ist mal egal. So, neuer Helm. Du bist um einiges besser. Schön, wirst du natürlich ausgerüstet. Passt auch irgendwie besser zu meiner Rüstung. Auch wenn es immer noch nicht ganz passt. Die Stiefel. Da sind meine neuen besser. So. Die Handschuhe sind auch besser. Sehen genauso aus, aber... Ja, meine Rüstung ist sowieso um einiges besser. Okay, gut. Mit unserem neuen Styling geht's jetzt ab. Ethan von der Weite. Ja, okay. Ethan, mein Freund. Der hat den Namen von dem Gas. Endo, ich bin jetzt ein Ritter. In Gegenwart von Fremden solltest du das nicht vergessen. Entschuldigt, Sir. Das hier ist Moss. Er ist mit dieser jungen Frau unterwegs. Jenna. Für euch immer noch Sir Westford. Ihr seid also ein Ritter, Sir Westford. Das erklärt einiges. Ich habe noch nie ein Mitglied der Nachtwache gesehen, das gekämpft hat wie ihr. So ist es. Meine Männer haben mir berichtet, dass ihr der zurückgekehrte Krieger... Ach, jetzt leckt schon wieder rum. Aber verzeiht mir sehr. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin sehr Ethan von der Weite. Hoffmann. Warum gleich so extrem? Hey! Ernsthaft jetzt? Ich nehme an, dass Andrew euch über den Ernst der Lage unterrichtet hat. Es ärgert mich schon wieder, und zwar gewaltig jetzt. Hey, jetzt kenn dich doch mal wieder. Es macht das komplette Feeling kaputt. Du solltest doch in Sicherheit bleiben. Mein Bauch, Mars. Ich glaube, mit dem Baby stimmt etwas nicht. Schwarzes Blut, das wird immer schlimmer. Wir können uns hier nicht länger aufhalten, Sir Westford. Wir müssen so schnell wie möglich aufbrechen. Moment, wo wollt ihr hin? Zur Festung meines Herrn, nach Burgholz. Sie liegt nur eine halbe Tagesreise von hier entfernt. Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, sollten wir morgen Nachmittag dort ankommen. Ich denke, dass Meister Martin in der Lage sein dürfte, eurer Gefährtin zu helfen. Ein Meister? Hast du das gehört, Moss? Ja, aber wir müssen innerhalb einer Stunde aufbrechen. Wenn wir das nicht tun, werden wir alle sterben. Es eilt, ja. Pass auf dich auf, Mädchen. Du brauchst einen Arzt. Führt uns. Es eilt sogar gewaltig. Wir wissen ja jetzt, wie wichtig das dieses junge Mädchen ist. Und wird hier die Nacht verbringen. Nutzt die Zeit, um mehr über euren neuen Begleiter zu erfahren. Ja. Hallo, Andrew. Rede ich als erstes gleich mit dir. Ah, unser tapferer schwarzer Bruder. Sagt mir, Sir Westford, so wie ihr kämpft, ist euch der Krieg offensichtlich nicht fremd. Über so etwas würde ich lieber nicht sprechen. Schade. Ich würde gern mehr über euch erfahren. Scheiß drauf. Ich
Ich mag keine Menschen mit zwei Gesichtern. Aber da wir Seite an Seite gekämpft haben, mache ich bei euch eine Ausnahme. Ihr habt nichts von uns zu befürchten, Sir. Wir sind Verbündete. Verbündete? Das wird sich zeigen. Ich kenne weder euren Herrn noch eure Motive. Euer Misstrauen stimmt mich traurig. Lasst uns euch beweisen, dass wir eures Vertrauens würdig sind. Sobald wir eure Gefährtin geheilt haben, werdet ihr uns nicht mehr misstrauen. Wir werden sehen. Ha, dann rede ich halt mit der Jenna jetzt. Wo ist die? Da nicht. Ach, die hat sich wieder irgendwo versteckt. Menschenskinder. Da sitzt sie rum. Einsam und verlassen. Und wie geht es dir jetzt? Besser. Bist du dir ganz sicher, dass du mir nichts verheimlichst? Keine Sorge. Es ist nur, als die Soldaten anfingen, die Türen aufzubrechen, hatte ich Angst um das Leben meines Kindes. Es gab keinen Ausweg. Und die Schmerzen wurden immer schlimmer. Ich dachte, das sei wegen des Babys. Ich habe versucht, ganz ruhig zu bleiben. Aber als es still wurde, musste ich so schnell wie möglich zu dir kommen. Aber jetzt ist es ja vorbei. Und mir geht es schon ein bisschen besser. Wirklich. Schön zu hören. Morse, es gibt da einige Dinge, die du über mich wissen solltest. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann lass mich dich fragen. Gut. Okay, fragen wir mal. Ihr Haar glänzt silbern. Jenna, dein silbernes Haar. Du bist eine Targaryen, oder? Ja, mein Vater war Aerys der Zweite, der irre König. Du bist die Tochter des ehemaligen Königs. Das erklärt einiges und wird die Sache in Zukunft nicht leichter machen. Daran bin ich gewöhnt. Ich habe schon immer ein schwieriges Leben geführt, Morse. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, an dem ich zur Mauer aufbrach. Robert Baratheon veranlasste eine große Säuberungsaktion gegen alle, die das Blut des Drachen in sich trugen. Trotz allem habe ich Robert nie die Schuld gegeben. Die Targaryen und Aerys der Irre waren ganz besonders hinterhältige und grausame Menschen. Als meine Mutter am Hofe diente, hat dieser Verrückte sie vergewaltigt und entstellt. Ich verbrachte meine gesamte Kindheit mit meiner Mutter auf der Flucht. Anfangs dachte ich noch, das sei ein Spiel. Das war, bevor meine Mutter mich über meine Abstammung in Kenntnis setzte. Seitdem wollte ich mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Mein Kind wird niemals das Haar dieser verfluchten Blutlinie tragen, sondern die Mutter sei meine Zeugin, das rabenschwarze Haar seines Vaters. Rabenschwarz? Willst du damit sagen, dass König Robert der Vater deines Kindes ist? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Darum hat John ich dachte, das war schon klar. Das ist auch der Grund dafür, dass ich gen Norden reiste. Ich dachte, dort wäre es sicher. Und der König? Weiß er, dass du ein Kind in dir trägst? Das bezweifle ich. Für solche Dinge interessiert er sich nicht. Du hättest mir das alles schon bei unserer Abreise erzählen sollen. Tut mir leid, Morse. Wenn ich gewusst hätte, wer du wirklich bist, hätte ich dir das schon lange erzählt. Jetzt verstehe ich, warum du deine Identität nicht preisgeben wolltest, als wir dich gefunden haben. Ja, das ist mir während des Reisens zur Gewohnheit geworden. Ich muss eine Kapuze tragen, um mein Haar zu verbergen, weil es sonst zu viel Aufmerksamkeit erregt. Du solltest wissen, dass auch ich einige Geheimnisse habe, die mich zu einem Ausgestoßenen machen könnten. Meinst du deinen Ungehorsam gegenüber deinem Lehnsherrn? Nein. An der Mauer lassen wir unsere Vergangenheit hinter uns. Nur der Lord-Kommandant kennt meine. Es ist nur so, dass ich eine wilde Seite habe, wegen der mich... Alles klar, was kennt er? Dabei wissen sie so wenig darüber. Es stimmt schon, dass etwas mehr edles Benehmen dir gut zu Gesicht stehen würde. Das will ich nicht abstreiten. Alles klar. Haben wir das auch erledigt. Gehen wir wieder. Nö, mit dir will ich gar nicht mehr reden, du nervst. So. Weiter geht's bitte. Da seid ihr ja, Sir Westfort. Sagt mal, ich frage mich. Andrew erzählte uns, ihr seid ein Mann der Nachtwache. Wenn ihr wirklich ein eingeschworener Bruder seid, wie kann es dann sein, dass wir euch mitten in den Flusslanden finden, in Begleitung einer jungen Frau? Ich erkläre es ihm. Ich bin Anwerber der Nachtwache und es ist meine Aufgabe, diese junge Frau zu beschützen. Er ist als Beweis das offizielle Dokument. Aha. Ich habe schon von euch gehört, Sir Westfort. Ihr habt euch während Roberts Rebellion in vielen Kämpfen ausgezeichnet. Davon konnte ich mich vor kurzem ja sogar selbst überzeugen. Ich kenne eure Geschichte nicht, aber ich glaube kaum, dass die Mauer der richtige Ort
für einen Krieger wie euch ist. Um ehrlich zu sein, ziehe ich den Schatten der Mauer all den Intrigen im Süden vor. Weise gesprochen. Machtspiele interessieren mich auch nicht. Ich bin zufrieden damit, meinem Herrn ehrenvoll zu dienen. Und eure Gefährten... Ja, dann passt's ja. Wie geht es ihr? Es geht ihr schon besser. Warum wollt ihr das wissen? Mein Herr bat mich, mich um sie ganz besonders zu kümmern. Ich verstehe. Und warum? Tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Sobald ihr meinem Herrn begegnet, könnt ihr ihn fragen, was ihr wollt. Glaubt mir, das werde ich. Gut. Ich muss noch die Wache für das Ende dieser Pause organisieren. Ihr solltet euch auch ein wenig ausruhen. Okay, müssen wir wieder zurücklaufen. Ist doch total unnötig, oder? Jetzt gerade im Moment. Fahren wir bitte. Moss, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was wir hinter dem Haus gesehen haben. Ach, ist egal, reden wir halt drüber. Ich weiß einfach nicht, was passiert ist. Sie waren doch angeblich in Sicherheit. Nur wenige Menschen wissen, dass es diesen Ort gibt. Das hätte niemals passieren dürfen. Moss, es tut mir wirklich leid. Es ist merkwürdig. Jemand hat sich die Mühe gemacht, sie zu begraben. Und so wie die Grabsteine aussehen, ist das schon lange her. Was sollen wir tun? Ich werde diejenigen finden, die das getan haben. Und sie werden dafür bezahlen. Das schwöre ich. Ich verstehe. Du scheinst wieder etwas nervös zu sein. Bin ich. Ständig starren mich hier alle an. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn das unsere Feinde wären, hätten sie uns schon lange getötet. Ohne ihre Hilfe wären wir Valars Soldaten wohl nicht entkommen. Trotzdem traue ich ihnen nicht. Ich auch nicht. Ich habe Angst um das Kind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sich nicht bald jemand um mich kümmert. Du kannst ihren Meister aufsuchen. Aber wir sollten unseren Besuch so kurz wie möglich halten. Und dann ruhst du dich noch etwas aus, während ich darüber nachdenke, wohin wir als nächstes gehen. Vielen Dank, Moss. Danke für alles. Ruh dich etwas aus. Der Rest der Reise wird hart. Ja. Du solltest dich auch ausruhen, wenn du kannst. Mach ich. Mal ganz ein Nickerchen. Während der Ladebildschirm da ist. Oh, ich hasse die Dinge. Ich hasse so dermaßen. Oh. Der ist schnell vorbeigegangen. Interessant. Wir sind hier in Burgholz, der Festung des Hauses Halton. Die Festung wurde direkt am Schwarzwasser errichtet, sodass der Fluss einen natürlichen Bestandteil der Verteidigungsanlagen bildet. Lord Halton wartet sicher drinnen in der großen Halle auf uns. Seid tapfer, Milady. Sir Halton wird euch zu beruhigen wissen, da bin ich mir sicher. Wir folgen euch. Das Coole an meiner Rüstung ist, da habe ich das Problem mit dem Umhang, dass der immer irgendwo Nähe verschwindet. Mysteriöse Art und Weise, meine Schulterplatten oder sowas, wie es bei der Rüstung vom Alistair ist. Das nervt mich schon ein bisschen, dass die Modelle irgendwie nicht irgendwie ineinander verschwinden immer. Zerstört immer die Atmosphäre irgendwie. Keine Ahnung. So, aber ich sehe gerade, Folge ist schon wieder ziemlich am Ende. Drum speichere ich da jetzt einfach mal. Speichern, ja. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich mit Halton rede und wahrscheinlich endlich auf Alistair treffe. Macht's gut und ciao.